Das ist Johannes Schlüter, der mächtigste Drogenbaron Deutschlands. Mit diesem weißen Pulver verdient er Millionen. Die tödlichste Modedroge unserer Zeit. Zucker. Hier im Verband zur Unterjubelung von raffiniertem Zucker, kurz Furz, liebt man Zucker. Er macht süchtig, bringt jede Menge Geld, ist aber völlig legal. Und das Beste ist, man darf ihn sogar an Kinder verticken. Ja, aber ihr Zucker macht die Leute krank und dick. Jährlich 300.000 neue Diabetesfälle in Deutschland. Das kostet die Krankenkassen Milliarden. Naja, also dass Zucker dick macht, ist ja wissenschaftlich noch gar nicht erwiesen. Nietz, nietz, nietz. Jeder Deutsche verzehrt pro Jahr 35 Kilogramm Zucker. Doch Schlüter will noch mehr. Hier in unserem Entwicklungslabor untersuchen wir, in welchem Essen man noch mehr Zucker unterbringen kann. Zurzeit forschen wir an einer Kalbsleberwurst, in der möglichst viel Fleisch durch Zucker ersetzt wird. Ist ja auch gerade der Trend, ne Low-Kalb. Schlüter versteht sich blendend mit Gesundheitsminister Gröhe und Ernährungsminister Schmidt. Sie lassen ihm freie Hand. Verbote, Warnhinweise wie diese oder eine Zuckersteuer sind nicht geplant. Ich habe dem Schmidt einfach gesagt, er braucht keine neuen Gesetze erlassen und so. Wir von Furz entwickeln selber was total Gesundes. Und hier ist sie. Die Paprika 3000. Fettarm, laktosefrei, glutenfrei, vegan, außen Vitamine, innen lecker. Aber jeder vierte junge Mensch in Deutschland ist übergewichtig. Da muss man doch irgendwas machen. Ja, natürlich. Also die Kinder sollen sich gut fühlen. Und deshalb starten wir jetzt mit Ernährungsminister Schmidt die Kampagne Dick ist schick. Mit Dicky Maus und Prinzessin Lillifett. Das ist doch Wahnsinn. Hören Sie lieber auf, überall Zucker reinzupacken. Fertigpizza zum Beispiel enthält 4 Stück Würfelzucker. Ja, 4 Stück, das geht natürlich überhaupt nicht. Deshalb haben wir den ganzen Bereich Backwaren unter ärztliche Aufsicht gestellt. Ärztliche Aufsicht? Ja, Dr. Oetker. Und der hat beschlossen, dass ab jetzt in jede Fertigpizza nur noch 3 Stück Würfelzucker kommen. Guten Appetit. Johannes Schlüter, ein Mann, genießt das süße Leben.